Ich habe so das Gefühl, ich könnte so viel schneller sein, wenn ich nicht alles untersuchen müsste. Wahrscheinlich bin ich schon wieder zwei, drei Folgen im Level und habe quasi noch nichts geschafft. Kein Wunder, dass Tomb Raider 4 so ein langes Spiel ist. Okay, hier kann man auch noch entlang. Aber irgendwie das Gefühl, hier werden wir zurückkommen. Nein? Okay, das führt in den gleichen Raum tatsächlich. Wie das andere. Nur wären wir einmal von hier gekommen und einmal sind wir jetzt halt von da drüben gekommen. Bevor ich hier irgendwas mache, gehe ich zum letzten Geheimnis. Das befindet sich hier. Also letztes Geheimnis für die Gegend. Das dürfte ich in meinem ersten Playthrough auch nicht gefunden haben. So, das vierte und letzte Geheimnis für diese Gegend, wie gesagt. Jetzt kommt erstmal lange Zeit keins mehr. Erstaunlich lange Zeit. Außerdem haben wir jetzt, darf ich mal eben nachschauen, 29 von 70 Geheimnissen. Das heißt, wir haben fast die Hälfte aller Geheimnisse jetzt schon. Also ich denke mal, da hier jetzt die Geheimnisflut aufhört, können wir sagen, der Anfang des Spiels ist jetzt offiziell vorüber. Denn ab hier wird es halt wirklich ein bisschen mager. Hör ich das, Skorpione? Ja, höre ich, aber da unten. Ey! Nein, nein! Ach, warum speichere ich auch nicht, Mann? Und warum gehe ich überhaupt hier runter? Hier ist gar nichts. Wir sehen uns gleich wieder. Das war knapp. Ich bin schon wieder versehentlich in die Grube reingefallen und ich habe immer noch nicht gespeichert. Oh Mann. Es wäre sowas von verdient gewesen, wenn ich jetzt eigentlich getroffen worden wäre. Aber das müsste jetzt auch erstmal der letzte Skorpion gewesen sein. Oh, never mind. Wo bist du? Wo bist du? Und wieso falle ich hier eigentlich dauernd in die Gruben? Was ist denn da los? Irgendwie das mit dem Umsehen und gleichzeitig vorwärts laufen. Man muss aufpassen, dass man nicht zuerst vorwärts drückt und dann umsehen, weil dann passiert das hier. Aber das ist halt auch schon seit Tomb Raider 2 so. Glaube ich. Oder war es im 1er schon so? Ne, im 1er war es glaube ich noch nicht so. Also könnte ich auch langsam mal wissen, mit anderen Worten. Naja, gut. Wir hangeln uns jetzt auf jeden Fall erstmal hier rüber, denn anders kommt man glaube ich nicht darüber. Und vielleicht sollte ich so langsam mal speichern. Wäre eine Überlegung wert, ja. Zumal ich schon wieder Skorpione höre. Wo seid ihr? Okay, gut. Ja, der sollte mich hier nicht erreichen. Puh. Ich mach's aber auch mal wieder spannend. Was ist das denn schon wieder gewesen? Sag mal, hä? Jetzt habe ich garantiert zuerst 0 gedrückt und dann umsehen. Oder nicht? Keine Ahnung. So langsam bin ich verwirrt. Cool, wir haben noch einen freigelassen. Können wir ihn direkt von hier killen? Wäre mir ganz lieb. Okay, scheinbar nicht. Dann lassen wir ihn mal auf uns zukommen. So, da hätten wir dann die Türe geöffnet und hier drin ist nochmal so ein Greifloch. Und es verschiebt die Vase oder Schale da hinten runter. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, speichere jetzt aber mal. Wie lange habe ich nicht gespeichert? 13 Minuten, jawohl. Und ich will mir keine Challenge stellen. Ich habe keine Ahnung, was eigentlich passiert, wenn man die Vase 1 nicht zuerst aufhebt, sondern einfach nur dieses Ding macht, also das, was wir jetzt halt gemacht haben. Um genau zu sein, habe ich das erstmal so gemacht, sogar schon. Ich bin gleich am Anfang, als ich nach der letzten Aufnahme das Level noch angespielt habe, erstmal nach rechts gelaufen und das war dann halt dieser Raum. Ich habe keine Ahnung, was dann anders wäre.
Ich glaube gar nichts. Die Vase gibt uns nur einen Hinweis, dass wir hier unten hin sollen oder so. Denn wir können die hier einsetzen. So, und weiter habe ich noch nicht gespielt. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn, dann erinnere ich mich jetzt nicht mehr wirklich dran. Also hier bin ich irgendwann nicht mehr weitergekommen. Deswegen die Aufnahme ab der Stelle jetzt auch lustig werden kann. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's erstmal durch den Kriechgang, ja. Aber dahinter? Komm schon, Lara. Okay. Es geht hier genau... Moment, ich verrat's euch gleich. Hä? Geht's überhaupt weiter? Ja. Ja, hier geht's weiter. Hier hoch. Es geht wieder hoch, kann das sein? Oh, warte, was ist da rechts? Ah, Fackeln. Lecker. Erstmal aufheben. Ich sagte aufheben. Danke. So, und hier hoch. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier kommen wir wieder raus aus dem ganzen Komplex. Weiß ja nicht, woran das liegen könnte. Vielleicht daran, dass es immer weiter hoch geht. So, hier rumkriechen. Ich meine, das Schöne am Let's Play ist jetzt halt, ich kann nicht doppelt erkunden. Wisst ihr, wenn ich das jetzt einmal gezeigt habe, dann verweise ich da später einfach drauf und... Yep, wir sind wieder oben. Ja gut, dann gehe ich nochmal kurz runter. So, da wäre ich wieder unten. Die eigentliche Frage, die ich mir stelle, ist, wo ist die Türe, die ich geöffnet habe? Hier führt ein Weg weiter, aber ich glaube, ich war noch nicht da. Rechts, da müsste es doch auch noch weitergehen. Links, da müsste es auch noch weitergehen. Jo. Habe ich hier irgendwo diese Türe geöffnet? Ich glaube, das Wasser hat Strömung oder so, deswegen gehe ich da nicht rein. Ah, da oben geht es noch weiter. Okay, da komme ich nicht ran. War da auf der anderen Seite was? Habe ich da was übersehen? Also wenn, dann übersehe ich es gerade wieder. Gut, gehen wir einfach mal dahinter. Aber ja, nee, hier ist Strömung. Oder komme ich dagegen an? Ich probiere mal eben was. So, und zwar probiere ich hier von der Seite aus einfach mal reinzuspringen und dann vorzuschwimmen. Ta-da-da-ta! Wir können hier hin und hier liegen Sachen. Was ist das? Schrotflintenmunition? Nochmal Schrotflintenmunition. Mehr nicht, oder? Auf der anderen Seite werde ich das gleiche nochmal machen. Okay, aus irgendeinem Grund liegt hier nichts auf dieser Seite. Aber hier ist auch keine Strömung. Warte mal. Habe ich da irgendwas verpasst? Oh! Sie beginnt ab diesen weißen Feldern. Vielleicht muss ich also wirklich nur einfach hier weiterspringen und... Nee. Okay, ich habe keine Ahnung. Okay, Kinder, also ich habe nochmal neu geladen, habe nochmal die Vase eingesetzt und alle Items hier aufgesammelt. Und mir ist aufgefallen, als ich die Vase eingesetzt habe, wir müssen hier lang tatsächlich, also wieder raus. Denn die Türe befindet sich hier oben. Es ist die ich vorhin angesprochen habe sogar. Die... Warte mal, man kann hier an den Säulen vorbei? Wieso geht das an denen? Und bei den anderen nicht. Egal, die Türe, die wir geöffnet haben, ist hier. Warum ich dachte, dass sie da unten ist? Nun, die schimmert zu blau. Das hatte ich doch vorhin noch nicht, oder? Und deswegen dachte ich, die wäre direkt da unten, wo wir gerade schon sind. Und... Ja, hier beginnt ein neuer Level. Ich habe keine Ahnung, welcher es ist. LOL! Okay, das... sieht ein bisschen anders aus, wie das, was wir am Ende des letzten Levels gesehen haben. Aber wir müssen wahrscheinlich nochmal zum Tempel von Karnak zurück. Immerhin, wir müssen ja noch eine Vase da einsetzen, also...
Ich speichere trotzdem mal und schau nach, wie heißt das Level. Es ist die große Hypo-Style-Halle. Sie hat nicht nur Style, sie hat Hypo-Style. Denn es ist die Hypo-Style-Halle. Okay, ne, ernsthaft, wieso heißt die Hypo-Style-Halle? Oder spricht man das Hypo-Style aus? Die große Hypo-Style-Halle? Hypostile? Keine Ahnung. Ich werde mal ein bisschen was dazu recherchieren und je nachdem, wie viel ich dazu finde, blende ich das hier ein oder schreibe es in die Beschreibung. Also ihr wisst, ne, wenn jetzt nichts eingeblendet wird, findet ihr das automatisch in der Beschreibung unten. Oder vielleicht steht da auch nur, ich konnte nichts finden. Wobei das wiederum würde ich eher im Video einblenden. Egal, ihr seht das. Ihr seht das. Ich brauche da gar nicht groß drüber reden. Okay. Ja, das hier ist ein ziemlicher Trümmerhaufen, wenn ihr mich fragt. Und ich habe ihn noch gar nicht ganz angeschaut, wenn ich so drüber nachdenke. Da oben geht's irgendwo lang? Vielleicht? Ich wüsste nicht, wie man da hinkommt, aber wer weiß, vielleicht ändert sich hier noch was. Und was? Kein Item in dieser Lücke? Das ist so frustrierend. Mensch. Auf der anderen Seite macht es das Neuspielen, wenn ich sterben sollte, leichter. So, hier kommen wir her. Oder kürzer vielmehr.